So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 138. Folge hier im Let's Play bei Forza. Und heute in einem wunderschönen, ziemlich großen Gefährt. Und das ist der Baldwin Motorsports Nummer 97 Monster Energy Trophy Truck. Ich glaube, da hieß es auch genauso. Ja, ich habe sogar gekonnt, von 2015 ist der gute hier. Man sieht einen Offroad-Vehicle, so also leicht Offroad-fähig. Weil da schon, wie breit die Reifen jetzt vorne sind, ne? Das ist schon nicht mal normal. Das ist ja vom Kollegen BJ Baldwin, einem amerikanischen Rennfahrer. Und das Ding, es sieht vielleicht nicht so aus. Ich meine, der ist wahrscheinlich nicht gerade langsam. Schaut jetzt mal Corsa alle Male. Denn dieser Wagen hat nämlich 10-mal so viel PS wie mein Corsa. Wer es nicht weiß, man hat 80 PS. Richtig, dieses Ding hier hat 800, vielleicht sogar also ein bisschen mehr, aber es hat schon mal mehr als 800 PS. Mehr als ein Ferrari F12 TDF. Lamborghini Aventador oder SV auch. Pagani Huayra schluckt er auch locker weg. Also ich schluckte viele Autos bei der PS-Zahl weg. Jetzt die ganz, ganz großen Hypercars nicht, aber das ist doch schon, ich meine, über 800 PS in einem fucking Offroad-Vehikel. Ist auch noch mega, auch die Bodenfreiheit, ne? Das ist, du kannst dich auch ein paar Leute drunter legen unter das Ding hier. Also eine Hebebühne brauchst du gar nicht, einfach nur drunter legen unter das Ding, das reicht völlig. Nach hinten zwei Ersatzreifen. Ja, das ist halt auch hier eine schöne Monsterlackierung. Dem Grün, das passt einfach mega geil, finde ich. Und den Bau wollten wir auf. Ist ja schon quasi im Ende der A-Klasse. Aber da geht noch ein bisschen was, ne? Und zwar gehen auch bessere Bremsen bei dem Kollegen. Bremsen sind immer wichtig. Die Felgen, die sehen irgendwie süß aus. Ich wette, die sind aber eigentlich scheiße groß. Und das sieht nur klein aus. Ich denke mal, die Felgen sind 17 Zöller oder 18. Werden wir gleich sehen. Und den Wagen, der kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor, denn denen sind wir auch schon quasi in der Einführung des Spiels gefahren. Ich glaube sogar in der ersten Folge war das. Kurz nachdem man den Chatanario gefahren ist. Direkt anders sind wir den Kollegen gefahren. Mit Warren. Der hat auch irgendwas gesagt, aber was genau das war, weiß ich nicht mehr. Das ist so lange her. So vorne. Ja. Wir haben vorne 3,45er. Das haben die krassesten Autos hinten. Mit denen das allein schon vorne. 3,45er. Da haben wir ein Jahr, das vorne zwei Reifen, die so breit sind, wie einer von dem. Das ist auch, wie viele Reifen man wiegen muss, ne? Also das ist schon, das gehen jetzt auch, ja, 3,5, ach du Scheiße. 3,65er vorne. Natürlich, wie ihr mich kennt, das muss sein. Hinten hat er genau das gleiche, geht auch hinten, genau, auf 3,65er. Das nenne ich mal Reifen, ne? Felgen lassen wir. Weil der Grün ist geil und die sind sowieso geil. So, Größe. Das sind sogar 17 Zoller, ey. Ich bin sogar gut. Was da theoretisch maximal rauf geht. Das sind 21 Zoll auf einem normalen. Also normal auf einem Auto. Bei den Autos ist das der komplette Reifen. Der ist so, weiß ich, 21 Zoll groß. Mit Sandfelge. Alter. Das sind 21 Zoller. Ey, das sieht. Ich würde sagen 19, da gehen rauf. Aber what the fuck? Das ist, da gehen vielleicht sogar 30 Zoll rauf. Ich meine, sieht scheiße aus, aber da gehen auch bestimmt 30 Zoll rauf. Ja, locker. Gehen da 30 Zoll rauf. Okay, das ist krank. Können wir auf Allrad umbauen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das machen oder nicht. Ich würde mal sagen, wir lassen das erstmal so. Ich fahre den Wagen persönlich lieber mit Allrad. Ich bin ja auch schon öfters mal gefahren. Das eine oder andere Mal. Aber ich lasse ihn jetzt mal auf Heckantrieb heute. Ja, heute mache ich es mal normal. Und Reifenmischung ging auch nicht. Hat er schon Offroad-Reifen wahrscheinlich? Ja, Rennreifen sicherlich nicht. Und Teufelsreifen auch nicht. Aber da geht noch am Motor ein bisschen was. Jetzt habe ich ja noch den Luftmengenbegrenzer. Der geht noch, ich meine, so, ja, so knapp 600 kW ist ja nix. Haben wir 660 kW und 724 kW. Das sind fast 1000 PS. Also ich glaube, so ungefähr 980, 985 PS sind das. Ja, ich meine zwar auf 2,9 Tonnen, ja gut, das ist, wiegt ein bisschen viel, aber das ist krank. Aber wisst ihr was, natürlich machen wir das, ne? Was hat das schon schief gemacht? Heckantrieb, fast 1000 PS. Achso, geht auch leichter, wollte ich mal gucken. Okay, dann geht nicht leichter. Dann bleibt er halt ein Fetti. Fetti, Fetti, Fett, Fett. Ich bin irgendwo, ich meine, der Wagen muss ja stabil sein, muss auch die ganzen Sachen bei Offroad aushalten. Muss auch natürlich gut gebaut sein. Und solche Materialien, die wiegen halt auch ein bisschen, ne? Das ist sicherlich keine Carbonflunder hier. Das wiegt so viel wie, zwei LaFerraris wiegt das Ding. Oh Gott. Aber gibt es da noch tolle Designs für?
Ich würde das auch hier so serienmäßig hier lassen, weil das sieht schon hammer nice aus. Okay, Momo, nein. Ich finde das ja an sich gar nicht mal so schlecht, ne? Vom lieben SWT Lu 21, geiler Name. Das sieht fast so ähnlich aus. Aber auch nur fast. Fantasy for Mint. Also die. Nein. Genau, LAPD auf jeden Fall. Mitten in der Großstadt mit so einem Ding rumfahren. Ich weiß nicht, wo du damit parken willst. Also außer auf 5 Parkplätzen. Fox Racing, hier ist das. Geil. Nur welche von. Ich finde die geiler. Ich mach die erstmal rauf. Ich finde die geil. Ich weiß ja nicht mehr, was das genau zu tun hat, aber ich mag die Lackierung. Aber Fox, das habe ich doch irgendwie schon mal gehört. Wie Fox Racing? Ich dachte erst kurz an Tanner Faust, aber ja, Fox und Faust ist nur ein bisschen was anderes. Oder der Faust von Goethe? Nein, Spaß. Also hier. Dirt 3. Ja. Forza. Ey, das ist voll geile Lackierung mit dem Blau. Sieht voll geil. Auch die Felgenfarbe, die ist super. Nehmen wir es gekauft. Wir waren aber eh schon meine. Hab ich ein Geschenk bekommen? Ich weiß gar nicht. Oh, ja, geil, Mann. Richtig, richtig geil. Mal für 2,8 Tonnen. Ist schon mal nicht schlecht, ne? So, der Wagen hat hier einen V8 natürlich. Und zwar mit netten 7,5 Liter Hubraum. Saugmotor. Ja, die Amis wissen, ne? Was gut ist. Saugmotoren. Große Motoren. So, auf 104,6. Vergleichbar mit. Was ist denn da vergleichbar? Ja, 911 ist natürlich schneller, ne? Aber vielleicht sogar der Einsteiger 911 mit, ich glaube, 350 PS. Oder waren das 300? Mit der normalen 911, 911 Carrera. Vielleicht ist der so schnell auf 100? Das auch hier natürlich mit Launch Control, ne? Also, ich meine schon mal 4,6 ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, ich meine, Bodenfreiheit, ne? Über 50 Zentimeter. Läuft bei euch, Leute. Läuft richtig hart bei euch. Ich habe hier schon viele Teile so schon eingebaut. Finde ich auch ziemlich geil. Aber natürlich gefällt mir die Besetzung noch nicht ganz. Wir machen diesmal jetzt wieder 6 Gänge. Der vorher nur 3 ziemlich lange Gänge. Ich meine auch, was ziemlich lang ist. Ja, gut. Das hat lieber keine Witze reisen. Aber die sind natürlich wie jedes Mal ziemlich unlustig. Ich hätte gerne noch ein bisschen was hier im Getriebe rumgespielt. Und eine Zahnräder. Der schafft, glaube ich, Serie 230. Natürlich sowohl Offroad als auch auf der Straße. Ich meine, das ist kein großer Unterschied. Dass du über eine Bodenwelle fährst oder so, das tut den Wagen einfach gar nicht. Das merkst du, glaube ich, auch fast gar nicht. Jetzt bei 200 kam man schon immer so eine riesen Bodenwelle, das schon, aber jetzt einfach so, wenn ich in der Stadt bin oder aber so eine große kleine Bodenwelle da fährst, das merkst du, glaube ich, gar nicht. So, oh, da war eine Bodenwelle. Da habe ich nicht gesehen. Oder dem in der Stadt, das muss so furchtbar sein, auch in so einer Großstadt, ne? Wieso dann noch LAPD? Als ob man in LA mit so einer Karre rumfährt. Dann würden bestimmt auch einige machen. Das traue ich sogar einigen Leuten auf jeden Fall zu. Aber das. Nein. Nein. Wenn schon weiß ich irgendwie. Was sind die Abkürzung von Australien? Nee. AUS? Weiß ich irgendwie hier. Was nehmen wir denn da? Weiß ich, Känguru-Polizei oder irgend so ein Scheiß, ja. Das ist kein richtiges Wort oder keine Sache, aber gut. Wie heißt denn da diese. Hier, Ayers Rock Police Department oder so, machen wir das so. Bis ich weiß, Ayers Rock ist ja dieser quasi heilige Berg der. Wie heißen die? Der. Heißen die Maoris? War das in Neuseeland? Kannst auch viel Scheiße erzählen, wenn ja, dann tut's mir leid. Aber diese Ureinwohner, das ist doch in der Sprache, glaube ich, Uluru, dieser heilige Berg. Was der bewirken soll, habe ich keine Ahnung von. Aber der ist halt. Finden die halt voll geil, den Berg, Junge. Und deswegen ist das halt so.
Ich muss mal ein bisschen hinne machen langsam. Weil es ja vielleicht auch nicht so geil, dass ich es jedes Mal mache. Aber ich mache das gerne. So, zack, fertig. Mein Sound, ne? Digga, V8, gefällt mir. Die Auspuffrohre quasi so weit oben. Auch da, zwei natürlich, zwei. Gar nicht mal so groß eigentlich. Aber so ein bisschen von so einem amerikanischen Truck. So einem LKW. Wo die auch da manchmal so oben links und rechts sind. Wir fahren mal ein bisschen querfeldein, ne? Einfach mal so. Also, ich Lenkrad ist kaputt, ich lenke einfach nur gar nicht. Oder halt, ich nehme halt nur geradeaus. Ich muss ein bisschen durchfahren, das ist ganz easy. Mein Controller vibriert wie die Hölle, das ist klar. Aber so, ja, kein Problem. Hier so ein bisschen springen, so ein paar Meter. Hier so ein bisschen. Da steht der Wagen gar nicht. Und so ganz würde ich durchfahren mit 240. 230 kann man ja auch mal machen, ne? Ist ja. Ich lag noch gar nicht, also. Okay, da kommen Bäume. Gut. Aber das ist für den Wagen, das ist alles Leichtigkeit. Wenn der so eine Bodenfreiheit, so noch welchen Federn, da kannst du eigentlich über so viele Sachen rüberfahren, musst dir keine Gedanken machen. Auch heute, weiß ich, wenn es sein sollte, Thema Bordstein, ja, gibt's für den nicht. Fährst einfach rüber. Es stellt kein Hindernis dar. Warte mal, gucken, was der so im Rennen kann gegen andere Fahrzeuge. Der müsste ja auch Extreme Offroad sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Was haben wir denn? Ach, der fährt ein Rennen. Was ein Zufall. Echt Zufall, dass ich jetzt gerade hier bin. Nehmen wir doch mal direkt. Okay, wenn wir ein bisschen Wheels bin. Mehr Heckantrieb, ne? So, komm, wir lassen jetzt mehr Heckantrieb drin, ja? Schön hier, Oldschool haben wir auch Handschaltung. Nein. Ist das eine Automatik oder wie schaltet der denn? Hat er da keine Ahnung von auch hier? Auch rechts auch nochmal der Tacho. Gehen wir gleich wieder der linke. So, ich wollte gerade die Taste drücken für das zum Rennen starten. Aber das stand dann noch gar nicht da. Ich bin ein Profi. Ein Profi-Let's Player. Ich kann nämlich nichts. Wir haben hier Heavy Hitters. Wir nehmen mal Extreme Offroad. Ja. Machen. Okay, Sonnenaufgang. Oh, bedeckt. Das ist ja wunderbar. Lassen wir so. Ach, die 6,2 Kilometer, das schauen wir auch noch. Ist, oh ja, der Halo Truck, der ist natürlich. Der ist mir gut. Dann haben wir noch hier den Bowler. Den Ford Trophy Truck aus dem. Ich glaube, Januar DLC, wo auch der Yacht dabei war. Ein Ford Ranger T6 Rally. Ford F100, ein alter. Der Jeep Trailcat. Ach du Scheiße. Der ja. Nein. Hier mit über 1000 PS kann man machen. Rally Fighter, natürlich hier der Mini. War der RJ Anderson und zuletzt noch der Toyota Hilux. Ne, wir bleiben natürlich bei unserem wunderschönen Gefährt. Ich hab zweimal den Hilux. Okay. Naja. Weiß ich, viele Autos doppelt. Ich habe, glaube ich, ein Auto sogar fünfmal, diesen Ford F150. In mehreren Varianten. Naja. Aber doppelt ja schadet ja auch nie, ne? Also habe ich auch bald vielleicht noch 500 Autos. Das ist noch realistisch. Ich meine, genug Geld zum Kaufen habe ich auf jeden Fall. Das ist nicht das Problem. Aber auch, was ich die ganz günstigen kaufen für 25.000, da habe ich auch noch gar nicht alle. Von den ganz günstigen. Bei den teuren zwar auch noch nicht, aber gut. Da kann ich kann auch noch 20 Autos kaufen, die, was ich, 5 Millionen kosten. So viele gibt es, glaube ich, auch gar nicht, die so teuer sind. Aber das ist, irgendwann habe ich auch kein Geld mehr. Erster Gang war nichts quasi. Mal gucken. Dass der Heckantrieb so gut geht und so viel Leistung. Was soll da schon schief gehen, ne? Hallo. Okay, bin ich abgezogen, den einen Truck da auch. Der gerade auch ein bisschen vorsichtig am Gas. Weil 8000 PS bei so einem Ding auf dem Ding sind auch schon. Ja. Hallo lieber Ford Transit, ich hab dich geliebt. Ja, check mal, die habe ich auch geliebt. Der Rally Fighter, ne? Weil der mag wirklich, der mag ganz gut sein. Aber der Rally Fighter, ich finde den so abgrundtief hässlich. Es gibt, glaube ich, kein hässliches Offroad-Fahrzeug als der. Also der ist schon auf der Skala ziemlich weit oben.
ist einfach. Nein, das ist so. Komm rum. Alter, 2,9 Tonnen, ne? Kein Sportwagen-Handling. Dafür Supersport oder Hypercar-Leistung. Das haben wir immerhin. Macht's aber auch nicht gerade besser, glaube ich. Da würde ich auch mal 2000 PS Scheiße fahren. Oh, der Drift, doof. 500D am Start. Ich will 3 von 12. Ja, 3,12 passt ja, ne? Das ist ja mein Geburtstag, der 3,12. Und nicht 12. März, da habe ich nicht Geburtstag. Ey! Wieder über 200. Da kommt ein großer Sprung wahrscheinlich. Und. Juhu! Ja, weiter Sprung hat der Wagen so quasi nicht gejuckt. Und ich fahre wieder zu weit links. Und ich drehe mich gleich wieder. Super. Ich muss das sagen, spiele aktuell wirklich sehr, sehr wenig Horizon 3. Dafür viel, viel mehr Forza Motorsport 6. Mit meinen Friends. Forza wollte ich eigentlich fast nur noch zum Aufnehmen. Mir macht es aber trotzdem Spaß. Das ist keine Frage, aber irgendwie. Es hat langsam wirklich seinen Reiz verloren. Deswegen war ja auch der Gedanke, das Let's Play bei 150 oder vielleicht auch schon früher zu beenden. Über länger zu noch 150 mache ich auf keinen Fall. Ich will noch ein paar Autos für Forza Motorsport 7 aufheben. Gibt es dann halt auch wieder viele Videos zu. Ich bin ein fucking Idiot. Und das nach 800 Stunden Forza. Aber viele Stunden halt auch wegen YouTube, ne? Das hat halt auch damit bedenken. Ich hätte das wahrscheinlich ohne YouTube vielleicht sogar noch viel weniger gespielt. Ja, trotzdem noch viel, klar. Da man trotzdem noch so 5, 6, 700 Stunden, aber nicht 800. Ich bin Erster geworden. Knapp. Vor dem, was war das eigentlich? War das dieser Ford? Trophy Truck? Genau, der Ford. Mit der Rally Fighter, Hilux, Ebola. Also Ebola heißt ja, für mich ist, für uns ist das der Ebola. Noch wieder zwei Hiluxe. Der RJ, zwei Warthogs und die beiden Minis auf dem letzten Platz. Oh. Die armen Minis. Aber 19 Zoller, die gehen noch klar. Ja, ein bisschen Geld. Für die Armen. 31 Millionen. Ich weiß nicht, mein scheiß Arm. I'm fucking broke. Und immer noch Level 600. Von der letzten Forza-Town-Aufnahme war das. Müsste gewesen sein. Was hat diese Aufnahme nicht mehr gespielt? Also. 3 Tage? Ja. Zuletzt Dienstag und heute ist Freitag. Weiteren machen wir noch. Was haben wir denn hier Schönes? Ist. Nee, wo war denn dieses. Jawohl, das wollte ich. Ist auch wieder schön Offroad. Umdrehen bitte. Gott. Erste Gang ist wirklich nur anfahren. Am besten so früh wie möglich in den zweiten schalten. Ist auch im echten Leben wichtig, wenn man Sprit sparen möchte. Das habe ich die meisten von euch möchten. Also Gänge, also wirklich früh hochschalten. Mein Corsa hat ein kleines Problem, weil mein Getriebe ist, hat an sich eine relativ kurze Übersetzung. Ich muss an sich sowieso schon früh schalten. Aber das mache ich an sich auch wirklich sehr gerne. Ja, es passt soweit. Deswegen fahre ich meistens auch schon. Halt am Ort 50 fahre ich eigentlich im vierten Gang und ab 60 schon im fünften. 30 fahre ich schon am dritten. Aber ich habe da kein Problem mit. Meine Mutter ist auch an sich relativ leise, meiner Corsa. Meine 1-2er Maschine. Geiles Teil. Aber sowieso. Aber relativ hochschalten ist ganz gut. Was auch wichtig ist, ist gleichmäßig fahren. Halt auch vorausschauend. Natürlich nicht unnötig beschleunigen oder unnötig viel bremsen. Ihr seid ja kein Rennfahrer. Ihr könnt im Spiel gerne so machen, wie ihr möchtet, aber nicht im echten Leben. Fahrt da normal und. Den vor allen anderen keine Vorfahrt, wie heute wieder einer. Ich kann wohl Schilder nicht lesen. Ich hätte eigentlich, also auf meiner Straße. Es war halt so eine T-Kreuzung, sag ich mal. Und ich wollte halt weiter geradeaus fahren, durchfahren. Und er kam halt von rechts. Erstmal sowieso würde er gelten rechts vor links.
DDR-Vorfahrt. Aber bei mir war ein Vorfahrtsschild, halt dieses, ne, dieses viereckige, was da so schräg ist. Das weiß-gelbe sah da für mich. Habe ich geguckt, ja, der anhält und hat einfach einen Fick drauf gegeben, dass ich Vorfahrt hat. Wenn ihm dabei auch das dreckige Schild, dass er auf Vorfahrt achten muss, hat ihn nicht interessiert, er ist einfach weitergefahren. Und hätte ich da auf meine Vorfahrt bestanden, hätte es gecrashed. Das sage ich euch. Das hat ihn wirklich überhaupt. Alter, was mache ich denn da gerade? Hat ihn wirklich überhaupt nicht gejuckt, dass ich eigentlich Vorfahrt habe. Aber Leute, besteht nicht auf eure Vorfahrt, ihr müsst auch wirklich auch immer drauf achten. Ich kann ja sagen, komm, ich habe, was ich Vorfahrt, ich bin auf der Vorfahrtstraße, ich kann hier auf Vollgas durchfahren oder so. Bloß nicht. Immer schön aufpassen. Kann immer alles Mögliche passieren. Dann wird ja euren Wagen auch heil halten, behalten, ne? Und auch wenn der Unfall dann vielleicht nicht eure Schuld war, ist es trotzdem natürlich immer ärgerlich, wenn der Wagen kaputt ist und in die Werkstatt muss. Ihr vielleicht sogar auf ihn verzichten müsst für vielleicht sogar ein oder mehrere Tage. Wenn ihr sich auch zur Arbeit muss oder sich in die Schule, ja, was macht ihr denn? Wenn auch die, wenn auch der Nahverkehr nicht so geil ist, eben mit Bahn oder Bus. Tja, ne, das ist blöd. Jetzt auch bei mir, wenn ich jetzt nächste Woche auch arbeiten muss. Das wäre dann für euch eigentlich schon diese Woche. Folge müsste. Ne, da kommt die Folge nicht raus. Hier ist schon Sonntag. Heute ist auch Samstag. Also nicht Freitag. Also was ist denn hier los heute? Folge müsste auf. Ich glaube, die kommt schon Sonntag raus. Dann halt nächste Woche. Was ist denn gerade hier los, ey? Meine Güte. Nächste Woche bin ich dann am Arbeiten bei meinem Ausbildungsbetrieb. Es ist so eine Art Probearbeiten, aber der Vertrag ist jetzt alles schon fertig gemacht, alles unterschrieben. Ich fahre halt jeden Tag zur Arbeit 41,2 Kilometer. Ich spule ein bisschen weiter zurück. Macht in der Woche 425 Kilometer ungefähr. Das ist ordentlich. Da war ich halt auf mein Auto angewiesen, ne? Also mit Bus wird glaube ich auch gehen, würde doch scheiße lang dauern. Nach Kackbusanbindung. Bahn würde theoretisch auch gehen, würde auch scheiße lang dauern. Doppelauto sowieso schon lange. Autofahren ist halt auch geil. Beim Bahnfahren so, Busfahren ist auch cool, man hat seine Ruhe, man kann da gechillt Sachen machen. Aber halt Autofahren ist, seitdem ich jetzt auch ein Auto habe, noch viel geiler geworden. Bei dem eigenen Autofahren ist halt sowieso, es ist richtig entspannt. Noch schön laut Musik hören, ohne dass das jemanden stört. Also beim Fenster zu natürlich jetzt nicht mit Fenster komplett weit auf und dann laut Musik hören. Aber nicht so die beste Idee. Und vielleicht überlegen, das nicht ganz so laut zu machen, wenn die Fenster auf sind. Ein erster Mensch. Dem ganzen Quatschen hier. Natürlich. Wer hat diesen Stein da bitte hingesetzt? Das ist doch extra so ein Stein, da fährt doch bestimmt irgend so ein Idiot wie ich gegen. Und gegen diese Felsen natürlich auch. Weil zwischen den beiden Felsen, da waren ja maximal 2 Meter Platz. Was ist denn da los? Meine Güte. Ja, das kommt davon, wenn man so selten quasi nach Forza spielt. Und das ist doch irgendwann so ein bisschen wieder aus dem Spiel raus. Dass man sich auch so ein bisschen wieder einfinden muss. Aber bei mir ging es doch noch nie darum, wie mega geil zu fahren. Ist alles nur Spaß. Ich bin halt auch immerhin Erster, also. Kann es mich, glaube ich, nicht wirklich. Der ist aber echt schnell, ne? Also, trotz hier in der ganzen Bodenwelle, der beschleunigt immer noch weiter. Natürlich nicht so übertrieben krass. Den jetzt nicht auf Lambo-Niveau. Für so. Aber dass der auf 2,9 Tonnen wiegt, das ist auch Offroad hier, nicht schlecht. Kann ich nur meinen Hut vorziehen, den ich gar nicht auf habe. Ja, war geil. Ein geiles Auto auf jeden Fall. Hat für Offroad super. Mir fällt ein, super. Ich glaube, normale so Fahrtrennen eigentlich auch super. Eigentlich ist der. Das glaube ich auch für König oder für die Playground Games gar nicht mal so schlecht. A-Klasse würde ich den aber nehmen, auf S1 glaube ich nicht, dass der vielleicht noch ein bisschen zu langsam. Dem auch so auf A-Klasse. Kann ja ganz gut sein, ne? Für diese Playground-Arenen, die sind da meistens auch sehr, immer sehr viel, weil sich Sprünge und sehr viel Bodenwellen, sehr viel Offroad-Abschnitte und alles. Da, das ist für den Wagen, glaube ich, eigentlich ein Kinderspiel, da zu fahren. War coole Stelle auf jeden Fall. Gefällt mir natürlich. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, in der Folge 139 mit einem nicht offroad-fähigen Fahrzeug. Ja, großer Spoiler von mir, ich weiß. Danke, danke. Danke für den Applaus. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss!